Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel. In diesem Part werden wir Marco platt machen. Und zwar fünfmal! Fünfmal! Ja, damit es in der Story endlich weitergeht, müssen wir endlich alle Raritätenjäger mindestens einmal besiegt haben. Und wer uns noch fehlt, ist glaube ich hier dieser Strings, und zwar der in der Serie Slifer den Himmelsdrachen gerufen hat. Ja, wenn wir den dann haben, dann kannst du dann, also hier und so, und dann könnte auch schon die Pyramide erscheinen. Das ist eine Pyramide, das erzähle ich auch nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, mein Chat. Mal schauen. Gut, das ist schon mal bescheuert, was hier gerade los ist. Ja, Entschuldigung, wenn schalte, ich bin mal wieder in der alten Wohnung. Und wie gesagt, keine Möbel, das heißt, es heilt. So, was machen wir? Wir machen... Lichtschwert, der... Und dann setzen wir Sangan, verdeckt in Verteidigungsposition, ne? Sehr gut, und beenden unseren Zug. Oh, oh je, mini, oh je, mini. So, Riesentornade. Okay, damit können wir noch einen Zug überbrücken. Wir werden. Du bist dran. Oh, der legendäre Fischer. Ich habe eigentlich gedacht, dass du was. Schon so sieben. Stärkeres Spiel. Aber wenn das so ist, diesen Tornado und Lichtschwerter, bitte. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Wir rufen jetzt Jinzo 7. Dieses Monster hat eine spezielle Fähigkeit. Und zwar greift es den Gegner direkt an. Attack off! Sauber! So spät man. Mal gucken, ob wir in 4 Minuten das Duell wieder schaffen. So wie gegen Mai. Aber wir können jetzt schon mal Überläufer benutzen. Dann klauen wir uns mal das verdeckte Monster. Ach, wie süß. Ja, unser Monster werden wir noch behalten. Ja, alles aufhören will. Einmal den. Und einmal den fliegenden Fisch. Fischi, Fischi. Hier. Oh. Ich darf ein Monster auf die Hand nehmen. Und wir holen uns. Jinzo 7. Decides my deck. So, dann spielen wir noch diese Karte verdeckt. Und... nun greifen wir den Gegner direkt an. Naja, schwarzer Magier kümmert sich mal eben um den kleinen Vieh. Und zwar erstmal um den legendären Fischer. Markus Lieblingskarte. Und Jinzo 7 greift mal eben bitte direkt an. Nein. Nein. Attacke. Oh Gott, ich hab den Effekt gerade gedrückt. Wie dämlich bin ich denn? Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir kein 4-Minuten-Duell. Schade. Das ist wirklich schade. Ach Mensch, Marco. Du langweilst mich. Freudiges Begräbnis aktivieren. So, dann holen wir uns doch mal in Dynamis. Dynamis. Jinzo im Angriffsmodus. Also Jinzo 7, ne? Dann wieder Geburt. Wir holen jetzt alles raus, was wir kriegen können. Legendärer Fischer im Angriffsmodus. Oh, was jetzt los? Und weil ich denke, dass er da ein siebenfarbigen Fisch. Ein Dingsbumsenzier verdeckt hat. Wie heißt das Blümchen noch? Pinguinsoldat meine ich natürlich. Oh mein Gott, jetzt nervt mich nicht die ganze Zeit. Direkter Angriff auf die Lebenspunkte von Marco. Tsunami.
Und ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen anders hinsetzen, weil ich gerade sehr unbequem sitze. Oh mein Gott! Wenn man keine Möbel mehr hat, ist das so ätzend in der alten Wohnung. So, oh nein. Gott, das ist ja noch unbequemer. Ja, bitte direkt angreifen. Jetzt. Bam. Nein. So. Dann greift der legendäre Fischer an. Attack. Nein. Oh Gott, ne? Ich hatte schon mit was Schlimmerem gerechnet, aber so gefällt mir das auch. So, du bist dran. Mach wieder ein Monster verdeckt. Mein Gott, du bist aber sehr kreativ. Oh, der normale Jinsei. Nö, den rufen wir jetzt nicht dazu. Wir greifen jetzt einfach mal an. Tja, ich würde sagen, das Duell ist gegessen. Oh mein Gott. Mann, nein. Den brauchen wir nicht. Der Name ist Attacke. Oh mein Gott. Greif einfach an. Oh nein. Möchten Sie wirklich nicht? Sind Sie sich da ganz sicher? Ich frage lieber nochmal, wollen Sie das wirklich nicht? Ja, Mann! So, wir haben gewonnen! Tja, das war jetzt nicht gerade die Herausforderung, die ich mir versprochen hatte von dir, Marco, aber danke. So, welches Booster kommt als nächstes? Das letzte Mal hatten wir den schwarzen Magier, dann kommt jetzt die mystische Elfe. Wiedergeburt, toll. So, wir bleiben erstmal bei Marco. So, und dieses Mal wollen wir ein schnelles Duell machen, damit wir schnell durchkommen, würde ich sagen. Start Duel! Yeah! Aha, aha! Am besten so schnell wie möglich genug Schaden machen. Sprich, Cyberdose verdeckt. Und die hier verdeckt. Und ja, wir werden unseren Zug. Na komm. Hä? Was tut der da? Was ist sein Plan? Ein Sangan, na toll. Cyberdose, dreh dich um! Wenn der Plumpsack geht um. Oh, oh, oh. Bam, bam. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott. Wow, einmal Dynamis bitte. 3, oh mein Gott. 4, 5. Ja, und zieht auch noch das behinderte Vieh. Jetzt haben wir hier nochmal königlich Erlass. Oh, wir haben ja Jinsu 7. Das heißt. Erstmal elegante Wohltäterin aktivieren. Ja, Jinsu 7 plus elegante. Plus Axt der Verzweiflung. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber wir könnten so viel Schaden machen. Oh mein Gott. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch. Der geht weg. Und. Sie geht weg. So. Dann aktivieren wir Lichtschwerter. Bam! Damit aktiviert sich sein Effekt. Ja, ja, schmeißt ruhig mal ein Monster zurück auf die Hand. Jinsu 7 im Angriffsmodus. So. Dieses nette Monster kriegt dann noch die Axt der Verzweiflung. So, haben wir 1500 Punkte. So, und ich glaube, wir greifen einfach mal an. Ja, bitte. Komm schon. Da. So, wir werden unser Ziel. Und freuen uns auf die nächste Runde.
Ich muss Kater treffen. Warum nicht? Was soll das? Du Name ist, geh weg. Ach, war so klar. Das war so klar. Ich hab dich nicht. Ah, na gut. Tornadowand und reißender Tribut hat der dafür gekriegt. Dagegen sind wir allerdings gut gewappnet mit unserem königlichen Erlass. So, Shiva Krieger im Angriffsmodus. Bam! Dann. Ach ja, nicht. Wiedergeburt. Monster Wiedergeburt. Dark Magician im Angriffsmodus. So, was haben wir noch Schönes? Nichts, wir greifen jetzt an. Dark Magician greifen das verdeckte Monster an. Mit schwarzer Magie, Attacke. Weg und machen wir das zweite auch noch down. Tschüss. So, das war's mit dir. So, noch mehr fallen kann. Ich sage gerne mal das Modus. Oh mein Gott, ist das gerade ein bisschen langweilig? Ja, ist es. Gerade in der Nö. Schieferkrieger, schnapp ihn dir. Attacke, Attacke. Da siehst du, mit deinem wäre ich da gar nicht durchgekommen. KD. Attack off, bam. Und Zangan hat er noch 1900 und dann haben wir ihn auch gleich. Das war's dann auch schon wieder mit ihm. So, Moment, das sieht das echt verdammt gut für mich aus. Also ich habe schon lange hier verloren, würde ich sagen. Du Name, komm in Angriffsmodus. Jetzt bringen wir ihn genau auf Null. Dark Magician. Er weiß mir die Ehre und greift sein verdecktes Monster an. Bam! Bam. Und jetzt Shiva-Krieger direkt auf Möbel. Danke! Tschüss! Sehr gut. Booster, wo sind die Booster? Nichts Neues, okay. Der schwarze Rotaugendrache. Bitte. Ja, wieder mal sehr viele geile Karten. Nein. Oh, ein Turnier! Will ich da jetzt spielen? Oh mein Gott! Machen wir das mal eben. Wer wird unser Gegner sein? Ach Leute, das können wir doch hier mit reinmachen. Also, Mokuba ist da jetzt gar kein Problem. Mokuba, der kleine Bastard. Jawohl! So, das wird echt eine Lachnummer gegen ihn. So ohne Scheiß. So, dann spielen wir erst einmal Dynamis im Angriffsmodus. Und beenden unseren Zug. Na komm. Ja, ich sage, mit 700 ATK, super. Ja, greif doch an, Mokuba. Komm schon! Greif mich an! Weißer Zauberhut im Angriffsmodus! Nein, ich will nicht aktivieren, Mann. So, Battleface bitte. Du Namens, attackiere sein Monster. Und weißer Zauberhut, direkter Angriff auf die Lebenspunkte. Damit verliert er eine Handkarte. Was auch nur Monster sein können. So, was kommt jetzt? Oh. Nein, da machen wir nichts.
Oh mein Gott. Und dann hat er 1400er. Was soll denn das? Wow, ein schwarzes Magiermädchen. Alter. Oh, ich ziehe aber auch den Knüller überhaupt, ey. So. Battle Face. Und du namest, attackiere das Monster von ihm. Bam! Brr. Tschüss. Nein, da aktivieren wir nichts. Mein Gott, Mokuba, du bist so ein kleiner Spacken, ja? Du bist so langweilig. Langweiliger geht schon gar nicht mehr. So, sein Monster zieht auf die Hand und zu beenden. Komm schon. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh, leck, leck, leck. Negante Wohltäterin. Die Chance des Jahrhunderts. Wow. Oh, das ist eigentlich relativ cool. Die weg und die weg. Und dann aktivieren wir eben den Schieferkrieger. Sehr Knut? Nein, Mann! So, feuerliches Begräbnis. Schwarzes Magiermädchen kommt zurück aus Fels. Ja. Ja. Battleface. Du Name ist Attacke. Ja, das müsste es auch schon wieder gewesen sein, oder? Ja. Das war's. Das war die erste Runde. Attacke, schwarze Magnetin, das war's mit Makuba. Yeah. Er hat verloren. Wah, 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 wah. Oh, ich darf halt Zweiter anfangen. Das ist ja auch mal eine Ehre. So, dann zeig, was du drauf hast, Makuba. Vielleicht ist es mal ein bisschen mehr. Och nein. Schildtiger. Ich zieh dir schon vor Angst. Lichtschwerter. Nette Auswahl. Wir rufen Schieferkrieger. Übrigens kann ich einen ganz speziellen Modus oder so freischalten, indem ich alle Turniere auf jeder Karte, also auf jeder Ebene mache. So. Sprich, ich habe ja schon ein paar Turniere gemacht, aber wenn ich auf jeder Ebene alles geschafft habe, dann schalte ich irgendwas frei. Was fragt ihr euch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So, du Name ist Attacke. Down. Attacke. Hallo. Attacke bitte. Danke. Oh yeah. Gleich haben wir ja noch genau 4000 Punkte. Nur noch 4000. Oh yeah. Oh mein Gott. Wie kann man so blöd im Kopf sein? Ohne Scheiß. Das geht gar nicht. Ah, und ich ziehe natürlich nur Mist. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Schwarzes Magiermädchen, komm mal im Haus. Mann, ich habe eigentlich mit was anderem gerechnet. Vielleicht ein Monster, was ihn töten hätte können. Kriege ich mich jetzt auf? Nein. Habe ich gar keine Lust zu. Nein, nein, nein. Genau 1200 Punkte. Ah! Verdammt. La, la, la. Hey, das schaffen sogar noch 20 Minuten, dieses Duell zu beenden. Wow, toll. Battleface, schnell angreifen, dann schaffen wir es zumindest noch in 20 Minuten. Zumindest das Duell. Das Turnier. So, das war's mit Mokuba. Bam, raus. So spielt man. Was kriegen wir für Karten geschenkt? Gib mir. Gib mir die Karten.
Mein bist du verrückt? Du hältst wohl nichts von Zurückhaltung. Ich versuch's wenigstens, es mir leicht zu machen, Mann. Nein, nein, nein. Ja, Gewinner, hey. Wow. Ey, ich bin so beeindruckt von diesen Karten. Ach, leck mich doch am... Sie sind wieder da, die Raritätenjäger. Und wisst ihr was? Wenn wir die jetzt, wenn wir jetzt noch einen finden, dann werden wir den noch einen platt machen. Weil ich da gerade richtig Lust drauf habe, so einen Raritätenjäger schön den Hintern zu versohlen. Oh ja, oh, du böser, böser Bube. Oh, hey. Entschuldigung, würdest du mir bitte eine deiner seltenen Karten geben? Es ist ratsam, das zu tun, was ich dir sage. Ich bin mit dir. Oh Mann, nicht schon wieder Arcana. Oh mein Gott. Mann, dieser behinderte Illusionist, ne? Komm, machen wir den eben ganz fix fertig. Hauptsache, ich krieg neue Karten geschenkt. Karten sind nämlich das Allerwichtigste. Und ich habe mir überlegt, für dieses Projekt werde ich ganz einfach und locker und flockig mehr Parts aufnehmen jeden Tag. Also, nee, immer nur ein paar. Aber den dann auf 30 Minuten maximal. Minimal 30. Oder? Maximal? Er greift gleich direkt an mit einem der heftigsten Karten überhaupt. Aber ich konnte mit einem Magic Zylinder. Bam! Auf dich. In your face. So, ich bin dran. Dunkles magisches Ritual. Pinguinsoldat verdeckt. Und Axt der Verzweiflung auf mein Monster. Oh yeah. 2800 Punkte. Wow, 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 wow. Attacke auf das Monster. Yeah, keine Chance für dich, du kleiner Sprung. So spielt man. So, Zug beenden. Fertig. Was kommt jetzt, Arcana? Was willst du tun? Oh, wie süß. Oh mein Gott. Ist natürlich 100 Punkte stärker als mein Monster. Oh Mann. Und zurück auf die Hand. Nein. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Ja, ihn down auf keinen Fall, weil dazu reichen die Angriffspunkte nicht aus. Hexe vom schwarzen Wald im Angriffsmodus. So, jetzt haben wir schon wieder fast down. Ja, das geht eigentlich relativ fix im Moment, also ich bin echt zutiefst cold. Fuck! Du Spacken! Verdammt, die Axt der Verzweiflung ist auch weg. Sonst hätte ich eine Idee gehabt, aber nein. Nur mit unserem Schieferkrieger im Angriffsmodus. Ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition, das kann nur ein Flip-Effekt-Monster sein. Schon wieder dunkles magisches Ritual. Oh mein Gott, ich krieg hier ein Vollfühlen. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Idee, hier ein paar Minuten mehr zu machen. Ach nö. Boah, geil. Ach du Scheiße. Boah, heftig. Ey, das ist gut. Das ist echt gut. Da habe ich Glück gehabt. Ich hätte auch ein Opfermonster ziehen können. Das wäre direkt in den Friedhof gegangen. Ach du kleiner Dreckiger. Ach, geht doch. So, jetzt muss ich ein gutes Monster ziehen. Herz der Karten. Führe meine Hand und helf mir! Ich ziehe! Ja! Oh mein Gott, das war's! So spielt man. Das Herz der Karten ist mir wieder mal heult. Und jetzt kriegt dieser Arcana einen direkten Angriff! Bam! Down! Down! Sauber, verpiss dich, Arcana. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du Spasti. Exodia. Nochmal Axt der Verzweiflung. Geil. Yeah, Exodias Kopf. Cool. Oh, und wir kriegen noch mehr Karten. Oh Gott.
Noch mehr, noch mehr. Ja, komm, gib schnell her. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich wollte gerade sagen, Löwenzahn. Boah, Dynamis. Noch ein 1,8er. Das ist gut. Gut, schön. Ich will mal etwas ausprobieren, Leute. Eine Karte, die aus dem Spiel genommen wird, Lande und Friedhof genommen wird. Es gibt da irgendeine Regelung, dass ich jetzt mit Thea oder so reden muss. Glaube ich. Und dann geht die Story weiter. Hallo. 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 Da ist sie ja. Und wir quatschen sie mal eben an. Diesmal weniger Verstärker, bla 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 bla. Ja, toll. Leute, das war's für diesen Part. Das schauen wir uns beim nächsten Mal. Nee, ich mach das offscreen, denn sie ist jetzt nicht so wichtig. Also Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Stay away for the Destiny Duel. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.